die blaue Geigerin zu Ferrers, blaue Luftballons und blaue Masken und sogar blaue Crepe. Klassisch mit Zimt und Zucker oder speziell mit Blaubeerkonfitüre. Grandios! Hervorragend! Super! Schön blau! Die Burg in Blau machte auch vor den kulinarischen Genüssen nicht halt. Der Trick: einfach ein bisschen Lebensmittelfarbe dazu und schon kann das blaue Teiggebäck genossen werden. Wenn man das Ganze blau macht, haben wir uns gedacht, wollen wir natürlich auch was Blaues bieten. Und da wir leckere Crepes werden bei jedem Event gerne gegessen, haben wir die blau gemacht, passend zur Dekoration, zum ganzen Thema des Abends und kommen seit Jahren gut an. Der Fechenbachpark stand ganz im Zeichen des Kunsthandwerks. Über 40 Stände boten handgemachte Kunst an, von der Tonfigur bis hin zum Damenschmuck. Und sogar das Handwerk selbst wurde gezeigt. Ins Leben gerufen wurde die Burg in Blau vom Gewerbeverein der Stadt. Angefangen hat alles ganz klein, doch von Jahr zu Jahr wurde das Fest besser angenommen. So dass wir gesagt haben, es ist so wahnsinnig viel los, wir brauchen mehr Künstler, weil die Künstler fallen in den vielen, vielen, zwischen den vielen, vielen Menschen überhaupt nicht mehr auf. Ja. Und jetzt, es macht einfach Spaß, es ist ein Kulturfest, es gibt Musik und es gibt Tanz und es gibt Zauberer und die Geschäfte haben ihren Spaß, die Gäste haben ihren Spaß und es ist einfach ein Traum, ein blauer Traum. Zum 17. Mal bereits drehte sich in Dieburg alles um die Farbe Blau. Knapp 60 Geschäfte präsentierten, was sie zu bieten haben. Bis Mitternacht konnte gestöbert und eingekauft werden. Um eine Stadt attraktiv zu halten, muss natürlich immer was passieren. Der Gewerbeverein selber profitiert jetzt einfach nur davon, dass es den Mitgliedern gut geht. Und das ist eigentlich der Anlass, dass es dieses Fest gibt. Ja? Glückliche Gewerbetreibende, glückliche Gäste, glückliche Stadt. Bands und viel Musik, Gaukler in den Straßen. Fast 10.000 Menschen besuchten die Burg in Blau, die magische Nacht.